Hallo und herzlichen Willkommen zum Biotech Haus. Hier wird die VR-Applikation Biotechnologie Haus in VR vorgestellt, die im Rahmen einer Masterarbeit als Kooperation der Fachbereiche 5, 6 und 7 der Hochschule Anhalt entwickelt wurde. Welcome. Diese Applikation ermöglicht es Schülern und Studenten, die Biotechnologie des Alltags mittels Virtual Reality zu erleben. Das virtuelle Biotech-Haus ist eigentlich ein normales Alltagshaus, an dem die Prozesse der Biotechnologie erklärt werden können. In dieser Arbeit wurde das 3D-Modell des Hauses modelliert und als Beispiel die Joghurtherstellung umgesetzt. Das Biotech-Haus soll den Studierenden des ersten Semesters im Fachbereich 7 verdeutlichen, was Biotechnologie ist und ihnen Beispiele biotechnologischer Anwendungen und Produkte im Alltag näher bringen. Darüber hinaus soll das Haus auch für das Werben von Schulabgängern genutzt werden, das heißt, es soll Interesse an der Biotechnologie und Interesse an einem Studium der Biotechnologie oder der Virtual Reality wecken. Während der Projektlaufzeit gab es wöchentliche Diskussionen mit dem Betreuer Professor Johannes Thümler und den Kunden Frau Professor Jana Rödig und Frau Dorit Beck, um ihr Feedback zu erhalten, damit der Ablauf des Projekts in die richtige Richtung geht. Im Rahmen dieser Arbeit gab es 4 wichtige Aufgaben. Die erste ist die Modellierung des Hauses. Zweite ist die Simulation der Joghurtherstellung. Die dritte ist die Erstellung eines virtuellen Quizzes, um ihr gelerntes Wissen abzufragen. Die letzte ist ein Trainingsraum für neue Benutzer ohne VR-Vorerfahrung. Zur Programmierung wurde die Unity Engine verwendet und zur Modellierung wurde SketchUp benutzt. Die Applikation ist auf den VR-Headsets HP Reverb und HP Reverb G2, Valve Index und Aculus 2 getestet. Diese Headsets werden zurzeit unterstützt. Es ist hier zu sehen, wie man Joghurt in der Virtual Reality machen kann. Die Benutzer können mit dem Controller in VR die Objekte bedienen, wie zum Beispiel die Flasche auf den Joghurtbereiter legen. In der Realität dauert Joghurtherstellung 2 bis 8 Stunden, aber in der Virtual Reality dauert es nur 8 Sekunden. Den fertigen Joghurt kann man auch in VR trinken. Schmeckt lecker. Außerdem könnten die Benutzer in VR ihr Wissen über Joghurtherstellung überprüfen. Beim Quiz kontrolliert man mit der Richtung der Kopfbewegung. Danach kriegt man eine Auszeichnung, ein großes Joghurt, den kann man auch trinken. Vielen Dank für euer Interesse.